Ja, einen schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, was wir die letzten Wochen im Gottesdienst so bewegt haben, welche Themen wir bedacht besprochen haben. Wir wollen heute in dieser Linie der letzten Wochen eigentlich weitermachen. Da ging es nämlich immer um die Frage des Vertrauens oder wie lebt Christus in mir, um diese Beziehung, auch das, was wir im Lobpreis eben gemacht haben, unser Herz zu öffnen und das auszudrücken und Gott zu sagen, wie es uns wirklich geht, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Ich habe das Thema von heute mal so benannt, Geschichten, die das Leben schreibt oder wie Vertrauen Beziehung verändert. Und ich will euch einladen, wenn wir jetzt gleich in 2. König 5, die Verse 1 bis 5 schauen, in dieses Kapitel, dass ihr im Herzen mit überlegt, wie geht es mir eigentlich? Wir schauen uns eine Geschichte an. Ich finde Geschichten, Lebensgeschichten immer sehr spannend. In den Geschichten deutlich wird, wie Gott an Menschen und mit genau, also ich will euch einfach ermutigen, wenn wir uns jetzt so ein bisschen durch diese Geschichte hangeln, dass ihr selber im Hinterkopf habt, wie geht's mir eigentlich mit meinem Leben, mit meiner Geschichte? Wie geht's mir damit? Empfinde ich, dass Gott genauso dran ist, wie es in der Geschichte, die wir gleich hören werden. Und weil ich weiß, dass das nicht eine Sache ist, die wir produzieren können, dass Gott unser Herz berühren kann, wollen wir den Heiligen Geist bitten, dass er das wirklich tut. Und ich will euch ermutigen, dass ihr eure Herzen dafür öffnet. Wir wollen aber einsteigen jetzt, schauen also mal in das Kapitel rein und gucken uns als erstes an. Ich mache euch Mut, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ruhig die Bibel aufzuschlagen und den Text vor euch liegen zu haben, weil ich heute viel erzähle aus der Geschichte. Aber wenn ihr den Bibeltext vor euch liegen habt, ist das auch immer noch eine gute Sache. Also die Hauptperson in diesem Text ist ein großer General. Der General Naaman. Oder Naeman, je nachdem, wie man ihn ausspricht oder auch schreibt. Ich habe ihn hier mit AE geschrieben. Ein großer Kriegsheld. Kann ich schon das andere wieder nehmen? Eins? Noch nicht. Gut. Eine zweite Person, die in unserer Geschichte eine wichtige Rolle spielt, ist ein kleines Mädchen. Ein entführtes Mädchen. Dramatische Situation. Zwei Könige spielen mit. Der König von Aram aus Syrien, Ben-Hadad der Zweite und der König von Israel, Joram. Der Prophet Elisa spielt eine Rolle in dieser Geschichte, die wir uns heute anschauen und die Diener Naamans. Diese fünf Personen wollen wir anschauen und dabei entdecken, wie Gott das Leben all dieser fünf Menschen und Menschengruppen in seinem Blick hatte und gewirkt hat, ein Ziel hatte. Und ich wünsche mir, dass uns die Geschichte hilft, in unser Leben zu schauen und Gott zu vertrauen und zu glauben und zu wissen, dass der Gott, der damals so gewirkt hat, genauso heute in meinem Leben wirken kann. Wir starten mit unserem mächtigen syrischen General Naeman oder Naaman. Sein Name war Programm und das finden wir in der Antike sehr oft, dass der Name, die Beschreibung des Namens ganz viel mit der Person zu tun hatte. Und der Name Naaman heißt gütig und gerecht.
eine große Herausforderung für diesen Mann, diesem gerecht zu werden. Und ich kann es vorwegnehmen, er ist dem gerecht geworden. Gütig und gerecht. Er ist der oberste Befehlshaber der syrischen Armee. Das steht im ersten Vers, Kapitel 5. Da wird gesagt, er ist der alleroberste Mann, der Supergeneral in Syrien, der zweite Mann im Staat. Er ist sozial hoch angesehen und beliebt. Und wir merken schon an diesen drei Punkten, dass es eine absolut besondere Persönlichkeit war. Weil wenn jemand Macht hat und der oberste Befehlshaber ist, es ist recht selten, dass er sozial angesehen ist, dass er geliebt ist von dem König, der über ihm stand und von seinen Dienern, die unter ihm standen. Der syrische König Ben-Hadad II. Schätzte ihn besonders und hier merken wir, dass was Diplomatisches dazu kommt wegen seiner errungenen Siege, weil er einfach gewonnen hat, weil er für ihn Land erobert hat, für ihn Kriege gewonnen hat. Und so hat sich so eine Freundschaft entwickelt. Eine Sache ist unheimlich interessant, die finden wir im Vers 1b. So ein kleiner Nebensatz, da steht nämlich, dass der lebendige Gott Israels diesem syrischen Mann Naeman militärischen Erfolg schenkt. Und ich glaube, das ist ein erster Punkt, wo wir vielleicht in unserem Denken über Gott anfangen müssen, anders zu denken. Dieser Mann Naeman kannte Gott noch nicht. Der hatte nichts mit Gott zu tun. Das war ein Mann aus den Feinden Israels. Der hat in der letzten Zeit permanent Israel überfallen mit seiner Armee. Und wir lesen in der Bibel, dass der lebendige Gott diesen Mann segnet und ihm militärischen Erfolg schenkt. Wir merken an diesem kleinen Satz, dass Gott über unseren Horizont hinaus Dinge im Blick hat, die wir, wenn wir Sachen punktuell sehen, oft nicht überblicken können. Noch etwas wird uns über diesen Naaman gesagt. Es wird gesagt, dass er ein gewaltiger und tapferer Mann ist. Und wenn wir da ins Alte Testament schauen, dann sind diese beiden Begriffe gewaltig und tapfer oft ein Synonym und werden gebraucht für gewaltiger Mann, wird damit oft ausgesagt, dass er sehr wohlhabend war, dass er gewaltig war in dem, was ihm anvertraut war, was ihm gehörte. Und mutiger oder tapferer Mann war oft ein Synonym für einen großen, tapferen Krieger. Und die beiden Dinge treffen auch auf Naaman zu. Wenn man das so liest, kann man sagen, ein Superstar der damaligen Zeit, ein Top-General. Ja, was könnte eigentlich noch Besseres kommen? Aber es gab einen Schatten, der über dem Leben von Naaman lag. Und das war die Tatsache, dass er eine schwere Hautkrankheit hatte. Und die überschattete all die ersten Punkte, die wir hier gesehen haben. All das wirkte in sein Leben hinein und lag wie ein böser Schatten über seinem Leben. Unsere Geschichte geht weiter, dass dieser Mann mit diesem Charisma, mit dieser Ausstrahlung, mit seiner Armee unterwegs war und wieder mal so einen Blitzangriff nach Israel gemacht hat mit seinen Streitwagen. Und dann haben sie sich einfach ein kleines Mädchen geschnappt. Ein kleines Mädchen, wir vermuten oder wir können vermuten, dass es etwa zwischen 8 und 10 Jahren alt war, einfach bei einem Überraschungsangriff der syrischen Armee von zu Hause entführt und nach Syrien verschleppt. Wir wissen nicht genau, ob der Naaman selber beteiligt war oder ob es einfach seine Soldaten waren. Auf jeden Fall landete dieses kleine Mädchen im Hause Naamans mit dieser dramatischen Geschichte. Doreen erlebt vielleicht im Moment manchmal Geschichten von Menschen, die verschleppt und geflüchtet wurden. Hier ist ein Beispiel davon. Stellt euch das vor, ihr Eltern, euer Kind
8 bis 10 Jahre wird einfach gekidnappt und landet als Sklavin, als Diener in einem fremden Land. Und jetzt lesen wir was Interessantes. Mit diesem Hintergrund, mit dieser Geschichte im Vers 3 entdecken wir, dass in diesem Mädchen etwas war, was ungewöhnlich war. Da wird geschrieben, trotz dieses Erlebens, dieser Umstände vertraute dieses kleine Mädchen weiter auf Gott. Und sie hatte gute Gedanken für ihren Entführer und Dienstherrn Naaman. Trotz dem, was die alles erlebt hat, erzählte sie immer wieder von dem Gott, den sie kannte. Von dem Gott, den sie kennengelernt hat, als einen, der gut ist, der in unser Leben gute Dinge hineingibt. Und so hat sie auch eines Tages, im Vers 3 steht es, eines Tages erzählte dieses Mädchen seiner Herrin, der Frau von Naaman, ach, wenn mein Herr, gemeint war Naaman, doch einmal dem Propheten in Israel zu ihm gehen würde, der in Samaria lebt, er könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Und ich finde das bemerkenswert, dass Gott durch dieses kleine Mädchen spricht. Und wir werden im Laufe der Geschichte merken, dass dieses Zeugnis, dieses kleinen verschleppten Mädchens gewaltig war und so viel bewirkt hat in dem Leben dieses Naaman, dass wir nur staunen können, wie Gott handelt. Also unsere zweite Person, ein kleines Mädchen, handelt ganz anders, überraschend, im Gegensatz zu dem, was passiert war. Jetzt kommen wir zu zwei Königen, die eine Rolle spielen. Der Naaman hört diese Botschaft von diesem Mädchen über seine Frau, denkt darüber nach und fasst Hoffnung und sagt, ja, ich will mich darauf einlassen. Ich will daran glauben, ich will darauf vertrauen, was dieses kleine Mädchen mir erzählt hat. Dass es da in Israel, in unserem Feindesland, einen Propheten gibt, der mir helfen kann. Und so fasst er sich ein Herz und er geht zu seinem Chef, zum syrischen König, zu Ben-Hadad dem II. Und erzählt ihm die Geschichte. Er erzählt ihm von dem kleinen Mädchen, von dem, dass sie von diesem Gott gesprochen hat, von diesem Propheten, der diesen Gott kennt. Und dieser König, der nichts mit Gott zu tun hatte, der seinen Spaß damit hatte, Israel zu überfallen, der denkt darüber nach und unterstützt Naaman. Ihr lieben Leute, an diesem Beispiel können wir sehen, wie Gott Menschen gebraucht. Und wenn wir in der heutigen Zeit an unsere Regierung denken und wissen, dass Gott uns ermutigt, für unsere Regierung zu beten, dann will ich euch diese beiden Könige, die wir jetzt gleich sehen haben, vor die Augen stellen. Gott setzt Menschen ein. Und Gott sorgt dafür, dass sie das tun, was er will. Um das geht's und um nichts anderes. Dieser König lässt sich darauf ein und schreibt einen diplomatischen Brief. Einen diplomatischen Brief an seinen Königskollegen in Israel, in dem drin steht: Lieber Joram, ich schicke dir meinen General Naaman. Bitte mach ihn gesund. Und Naaman gibt auch noch enorm viel dazu. Er packt mit seinen Dienern und Packtieren ein Geschenk, was er vielleicht zur Bezahlung benutzen will, aber auch einfach als Wertschätzung. Und wenn wir uns mal anschauen, was das ist, dann merken wir, was die Worte dieses kleinen Mädchens in Naaman bewirkt haben. Naaman packte 340 Kilogramm Silber auf seine Lasttiere
und fast 70 Kilo Gold. Ein Wahnsinnssumme. Ein richtiger Schatz. Und den lädt er auf und begibt sich auf eine Reise. Auf eine Reise von Damaskus hier oben, wo er lebte, nach Samaria, ins Königreich Israel. Luftlinie etwa 180 Kilometer. Und wenn wir jetzt darüber überlegen, dass die damals natürlich nicht mit Flugzeugen unterwegs waren oder mit tollen Ferraris oder anderen Autos, sondern mit Pferdekutschen, mit Pferdewagen, mit Eseln, vielleicht mit Kamelen. Und davon ausgehen, dass das bergige Straßen waren, können wir damit rechnen, dass sie mindestens 300 Kilometer zu laufen hatten. Und wenn man schnell ist, hat man am Tag 50 Kilometer mit einem Pferdegespann geschafft. Da muss man schnell sein, nichts kaputt gegangen sein, kein Rad gebrochen und so weiter. Waren das eine Reise von mindestens 5 bis 6 Tagen, die Naaman mit diesem ganzen Tross, mit diesen Wahnsinnsgeschenken unternommen hat und landete dann beim König aus Israel, bei Joram. Und er wird wahrscheinlich empfangen von einem Bediensteten. In der Bibel steht nicht genau, dass Joram ihn empfängt. Auf jeden Fall landet bei Joram dieser Brief hier oben, dieses diplomatische Empfehlungsschreiben. Und Joram liest sich diesen Brief durch und ist total aufgebracht. Rastet fast aus. Wir wissen nicht, ob das im Beisein von Naaman geschieht. Ich vermute nicht. Ich denke, er hat diesen Brief bekommen, hat ihn für sich gelesen und ist außer sich. Fängt an, seine Kleider zu zerreißen. Und dieses war ein Ausdruck von Verzweifeltsein, von Aufgebrachtsein. Er war mit der Situation überfordert, was in diesem Brief stand. Und eigentlich war das gar nicht so schlimm. Da stand drin, ich schicke dir Naaman, bitte mach ihn gesund. Aber dieser König Joram, der las diesen Brief mit menschlichen Augen und wusste sofort, das kann ja nur eine Falle sein. Dieser König von Syrien, der stellt mir eine unlösbare Aufgabe. Und wenn ich jetzt, was garantiert passiert, den nicht heilen kann, dann hat er einen Grund, mich anzugreifen. Und so war er in großer Angst und Panik. Und wir merken, beide Könige, von Gott eingesetzt, machen einfach nur ihren Job. Sie agieren allerdings nur auf der menschlichen Ebene, ohne Gottes Sicht einzublenden. Aber trotz alledem sind sie Spieler in der Geschichte Gottes. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir in dieser Zeit leben, wenn wir über unsere Regierung nachdenken, wenn wir schimpfen und andere Dinge machen, dann lasst uns daran denken, dass Gott Regierungen einsetzt. Der Prophet Elisa hört davon relativ bald, dass sein König Joram total durch den Wind ist. Und er schickt einen Boten zu ihm und sagt, schicke mir diesen Naaman, er soll zu mir kommen. Und Elisa war der Prophet in dieser Zeit, der ganz eng mit Gott in Berührung stand. Er kannte Gott, er wusste, wer der wahrhaftige Gott ist. Und er sendet folgende Botschaft an Joram. Er lenkt den Blick, der bis jetzt so menschlich war, auf die Ebene Gottes. Und in Vers 8 wird gesagt, darum schicke diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Und Elisa war es nicht so wichtig, dass er der Prophet war, sondern es ging um den wahren Gott. Und Naaman fährt so schnell er kann mit seinem Pferdewagen dahin und steht vor der Haustür in Samaria, vor der Prophetenschule Elisas.
Und dann passiert eine Sache, die wieder unerwartet ist. Was passiert? Elisa schickt nur einen Boten vor die Tür. Da macht sich der General aus Syrien über eine Woche auf mit Riesengeschenken, Wahnsinnsgeld im Gepäck, mit einer Erwartungshaltung der Hoffnung, dass dieser Prophet ihn heilen kann. Das Einzige, was er sieht, ist ein Knecht, ein Diener, der ihm entgegenkommt und der ihm eine ganz simple Botschaft übermittelt. Geh an den Jordan und tauche dich 7-mal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Wie simpel, wie schön einfach. Jetzt platzt dem geduldigen Naaman der Kragen und er wird zornig. Wir lesen das im Vers 11. Er nimmt diese Botschaft, die Art und Weise, wie er diese Botschaft empfangen hat, als beleidigend auf und wird zornig. Er hatte erwartet, dass dieser Prophet ihn persönlich begegnet. Er hatte vor Augen gesehen, wie dieser Prophet zu ihm kommt und an ihm eine rituelle Heilungshandlung vollzieht. Er hatte sich in seinen Gedanken alles ausgemalt. Er wusste genau, wie das geschehen muss. Und plötzlich kam alles anders. Naaman fühlt sich einfach nicht wertgeschätzt. Er hat in sein Leben geblickt und gedacht, was ich alles investiert habe, dieses gewaltige Geschenk, was ich mitgebracht habe, davon könnten viele Menschen über viele Monate leben. Der Brief, den mein König mir mitgegeben hat. Und dann werde ich so abgespeist. Wir merken, dass in Naaman eine Erwartungshaltung entstanden ist und er gern wollte, dass Gott so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat. Und ich erwische mich ganz oft, dass ich mit Gott so umgehe. Und dass wir mit Gott so umgehen. Wir haben eine Idee in unserem Herzen und in unserem Kopf, wie Gott uns begegnen soll. Wie Gott uns Gutes tun soll. Was Gott wie machen soll. Wir haben alles gut vorbereitet. Wir haben unsere Erfahrung im Gepäck. Wir haben unser Reichtum im Gepäck. Wir haben ein gutes Empfehlungsschreiben dabei. Alles ist von uns gut vorbereitet. Und dann sind wir enttäuscht, dass nichts passiert. So wie Naaman. Und ihr müsst euch an der Stelle überlegen, der kannte bis jetzt Gott noch nicht. All das, was wir jetzt gehört haben, hat er nur wegen was gemacht? Wegen was macht er das? Was? Genau. All das geschieht, weil dieses kleine Mädchen, was entführt worden war, tief in ihrem Herzen diesen Gott hatte und in ihrem Leben gezeigt hat, trotz ganz schwieriger Umstände, wie liebevoll dieser Gott ist. Das war der Punkt. Und der hat ihn vorangetrieben. Und dass da mehr dahinter war, das haben alle drumherum gesehen. Bloß Naaman konnte das in dem Moment nicht wahrnehmen. Er konnte nicht über seinen Schatten springen. Und Gott wusste das. Gott wusste, dass nicht nur das Äußerliche von Naaman heil werden musste, sondern vor allen Dingen sein suchendes Herz. Dieses Herz, was schon lange unterwegs war, diesen Gott, den er noch gar nicht kannte, zu suchen. Deshalb hat er sich so auf diese Hoffnung gestürzt, die dieses kleine Mädchen ihm vermittelt hat. Deshalb hat er alles in Bewegung gesetzt, was ihm möglich war, und hatte diese Hoffnung. Gott
sieht viel tiefer. Und wenn wir mit unseren Erwartungen und Vorstellungen in unserem Leben unterwegs sind und glauben, dass Gott irgendwie handeln muss, dann sieht Gott genau das. Und er will, so wie mit Naaman, mit uns weitergehen. Er weiß, wo das eigentliche Problem liegt und will uns nicht nur äußerlich segnen. Und deshalb treten Freunde von Naaman auf den Plan. Gott benutzt die Diener von Naamans. Das sind die Leute, die tagtäglich mit Naaman zusammen waren. Vielleicht seine Leibgarde, vielleicht so ein paar Soldaten, wo sich so eine Beziehung aufgebaut hat, die ihm vertrauten. Und die hatten das schon längst gesehen, was Naaman nicht sehen konnte. Die haben gesagt, das ist eine einmalige Chance. Naaman, lass sie dir nicht durch die Finger gehen. Und sie versuchten, ihn umzustimmen. Im Vers 13. Und interessant ist, wie sie ihn ansprechen. Da sprechen Soldaten ihren Dienstherrn an, lieber oder mein Vater. In der Schlachterübersetzung wird es so übersetzt, in anderen wird mein Herr gesagt. Ein wunderschöner Ausdruck von dem, wie die Beziehung zwischen diesen Soldaten und dem Dienstherrn aussah. Und wir merken an dem kleinen Punkt, dass der Name von Naaman gütig und barmherzig wirklich sein Charakter war. Seine Leute sprachen ihn an, mein Vater. Wenn der Prophet dir etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es sicher angenommen und getan. Aber weil du jetzt so was Einfaches machen musst, willst du es nicht tun. Sie wollen ihn einfach ermutigen. Sie wollen ihn gewinnen. Sie wollen ihn erinnern an die Hoffnung, die in ihm da war. Und genau dieses Vertrauen, das wollen sie in ihm wecken. Dieses Vertrauen, diese eigenartige Anweisung, die so unerwartet war, die von ihm nicht geplant war, nicht eingeplant, die nicht in sein Konzept passte, die umzusetzen und darin zu leben. Und Naaman konnte den Rat seiner Diener annehmen. Warum? Hier habe ich das geschrieben. Ich glaube, dass sich hier wieder zeigt, dass Vertrauen in einer Beziehung etwas bewirken kann. Naaman hat auf seine Diener gehört, weil die Diener in ihrem Alltagsleben ihm gegenüber Vertrauen und Gehorsam gelebt haben. Sie haben ihm tagtäglich gezeigt, wir glauben an dich. Wir machen das, was du sagst. Wir wollen dir folgen. Und da ist Vertrauen entstanden. Und dieses Vertrauen hat etwas bewirkt, dass dieser Naaman, der sich normalerweise von denen nichts hätte sagen lassen müssen, er hat gesagt, ich will auf meine Diener hören, die so viel unter mir sind. Aber weil ich in ihrem Leben sehe, dass sie wissen, was es heißt, zu vertrauen und gehorsam zu sein, will ich jetzt genauso handeln. Und so sind diese Diener diesem Naaman zum Vorbild geworden. Und Naaman lässt sich umstimmen, steigt in seinen Wagen und fährt an den Jordan. Der war ungefähr 40 Kilometer entfernt. Jetzt könnt ihr euch wieder vorstellen, 50 Kilometer Tagesreise, das waren ein paar Stunden. Sind die zum Jordan runter? Er hat sich 7-mal untergetaucht. Und es steht so platt in Vers 14, seine Haut wurde glatt und rein. Er war gesund. In diesem Moment ist mehr passiert. In diesem Moment, als Naaman in diesem Jordan untergetaucht ist und von Gott wieder neu gemacht wurde, ist mehr passiert. Es ist das passiert, was im Ezekiel von Gott gesagt wird, über Menschen, die auf der Suche sind. Da sagt Gott nämlich, ich will ihr steinernes Herz nehmen und es gegen ein fleischernes austauschen. Oder im 2. Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen,
etwas Neues beginnt. Das ist mit Naaman passiert, dort im Jordan, als er sich 7-mal untergetaucht hat und er merkt es. In ihm kommt neue Kraft auf. Er merkt, jetzt ist was Entscheidendes in seinem Leben passiert. Er geht auf seinen Wagen, fährt die 40 Kilometer, die 5, 6, 7, 8 Stunden zurück und landet wieder bei Elisa vor seinem Haus und hat eine Botschaft zu sagen. Und die heißt: Jetzt weiß ich, dass es niemand auf der Welt, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum mein Dankgeschenk jetzt von mir an. Er bezeugt, dass er Gott kennengelernt hat. Elisa lehnt dieses Wahnsinnsgeschenk ab. Und wir könnten uns jetzt fragen, warum denn das? Ist Elisa blöd? Der könnte seine Prophetenschule finanzieren und so weiter. Aber Elisa hat diesen Blick Gottes. Er weiß genau, was Gott im Herz von Naaman bewirken will. Und er lehnt es ab, weil er sagt, ich will Naaman keine Möglichkeit geben, später irgendwann mal zu sagen, ich habe ja selber was dazu beigetragen. Ich war ja mit dafür verantwortlich, dass in meinem Leben alles wieder gut geworden ist. Er wollte einzig auf Gott hinweisen und hat deshalb das, was sonst üblich war. Alle Priester hatten sich damals bezahlen lassen und schmieren lassen. Die haben ihr Leben finanziert durch solche Opfer. Das war gang und gäbe. Deshalb hat er auch so viel Kohle mitgebracht. Und Elisa sagt, nein, es geht um viel mehr. Und wie ernsthaft Naaman dieser Schritt war, diese Veränderung, die merken wir an zwei kleinen Dingen. Da wird in Vers 17 gesagt, er hatte sich damit abgefunden, dass er das Geld wieder mitnehmen muss und Elisa das nicht nimmt. Und er hat zwei Bitten an den Propheten. Er sagt, darf ich bitte zwei große, vollgeladene Fuhren Erde mit aus Israel mitnehmen? Mit nach Damaskus. Und dahinter steckte ein Gedanke. In der antiken Welt von damals hat man geglaubt, dass man einen Gott nur auf dem Boden des Volkes anbeten kann, wo dieser Gott lebt. Und so war ihm klar, ich muss Boden aus Israel mitnehmen, mit nach Syrien und diesen Boden dort in meinem Garten hinkippen, ausstreuen und mich dann da niederknien und dort Gott anbeten. Dann kann ich Gott richtig anbeten. Und er bittet Elisa, ob er diesen Boden mitnehmen kann. Und es zeigt uns, wie tief und ernsthaft diese Umkehr war. Auch an einem zweiten Punkt merken wir das. Er bittet nämlich schon im Voraus Elisa um Vergebung. Um Vergebung für etwas, was er tun muss, weil er der zweite Mann im Staat ist. Er war verpflichtet, mit dem König von Syrien zu den Götzentempeln zu gehen, zum Rimon-Tempel. Wenn der dort die Götzen anbetete, musste er ihn begleiten. Und er bat jetzt schon Elisa, bitte Gott um Vergebung für das, was ich da tun muss. Und ich finde es toll, dass Gott unser Vertrauen anstiften will, unser Vertrauen in ihn. Er will, dass wir Menschen, die suchend sind, die verwundet sind, so wie unser Naaman, durch mitfühlende und einladende Menschen, wie dieses kleine Mädchen, oder durch einfach eingesetzte Verantwortungsträger, die nur ihren Job machen, die Gott aber mit einsetzt und gebraucht, durch segnende Boten Gottes und durch Ermutiger und Lastenträger, handelt Gott in deinem und meinem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt mal in dein Leben schaust und überlegst, sehe ich diese Lichtspur Gottes, die wir jetzt gerade in dieser Geschichte gesehen haben, auch in meinem Leben. Nimm dir etwas Zeit und entdecke die Handschrift Jesu in deinem Leben. Ich will uns gern ein Lied vorspielen und ihr könnt in dieser Zeit darüber nachdenken. Wie und wo hat Gott
in meinem Leben gehandelt. Und das soll uns dazu bringen, Gott mehr und mehr zu vertrauen. Vielleicht sind dir ein paar Punkte deutlich geworden. Der Heilige Geist hat dir diese Spur gezeigt, wo Gott überall in deinem Leben da war. Durch Menschen, die du gesehen hast oder auch nicht. Und vielleicht fühlst du dich so, dass dir diese Situation und Zeit, in der wir gerade leben, so richtig auf den Geist gehen. Und dass es dir so geht, wie in dem Psalm vorher gesungen. Dass du sagst, Gott, du bist so weit weg, ich höre dich nicht mehr. Dann denke daran, wirf dein Vertrauen nicht weg. Gott ist dran in deinem Leben. Und er hat mehr vorbereitet. Wenn es dir so geht, dass du sagst, ich freue mich im Moment so richtig, in Gott zu sein, dann mache ich dir auf das Mut, was du jetzt da siehst, dann sei du ein kleines Mädchen oder ein Diener und frage Gott, Herr, wo willst du mich in das Leben anderer setzen, dass wir auf die Lebensbaustellen schauen, gemeinsam, Arm in Arm, vertrauensmäßig, liebevoll. Und setze mich ein als jemand, der auf dich hinweist, der deutlich macht, wie gut du bist. Und ich will noch mit uns beten und Gott bitten, den Heiligen Geist bitten, dass er etwas festmacht, was du heute in deinem Herzen von Gott empfangen hast. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, unser Herr, in deinem Namen wollen wir beten. Und wir bitten dich, dass deine gute Botschaft, deine Botschaft der Liebe, dass du Vertrauen in uns hast und deshalb deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit auch wir Vertrauen fassen können und finden können. Danke, Vater, dass du in unserem Leben wirkst, dass du unterwegs bist, dass Vertrauen wirklich Beziehungen nachhaltig verändert. Und wir wollen dafür beten, dass wir ganz persönlich in unserer vertrauten Beziehung zu dir weiter gestärkt und gefestigt werden. Dass uns nichts herausziehen kann aus dieser Liebesbeziehung. Und dass wir für Menschen solche Boten sein können, die auf dich hinweisen. Wir bitten, dass du das in uns bewirkst und beten, dass die Botschaft, die du für jeden von uns heute hattest, in unserem Herzen festgemacht wird durch deinen Heiligen Geist. Amen.